Bist du zu dumm zum Programmieren? Ja, kann sein, denn Fakt ist, nicht jeder ist fürs Programmieren gemacht. Und bevor du diesem Video jetzt einen Dislike gibst, einen Rant-Kommentar schreibst und in ein anderes Video klickst, lass mich erklären. Es gibt viele Dinge, die scheinbar ziemlich wichtig sind, wenn man Programmieren lernen will. Da gibt es viele Fragen, die man sich stellt. Muss ich gut in Mathe sein? Muss ich gut in der Schule sein? Brauche ich Abitur oder sogar ein Studium? Oder muss man generell besonders intelligent sein? Ich würde sagen, in diesem Video schauen wir uns diese Fragen mal genauer an und finden heraus, ob man wirklich zu dumm sein kann. Aber jetzt erstmal die Frage, ob sich das nach dir anhört. Als du das erste Mal programmiert hast, hattest du keine Ahnung, was du da überhaupt machst. Du warst überfordert und frustriert und sowas kann ziemlich an die Substanz gehen. Aber irgendwie hat es dir trotzdem Spaß gemacht. Irgendetwas hat dich daran fasziniert, als du das erste Mal Hello World ausgegeben hast. Und trotzdem hat es nie so richtig Klick gemacht. Und klar stellst du dir dann die Frage, bin ich vielleicht einfach zu dumm für das Ganze? Nehmen wir mal diese Grafik mit Kompetenz und Selbstbewusstsein. Nach den ersten Programmiereinheiten und den ersten kleineren Erfolgen steigt die Kompetenz ein wenig, aber das Selbstbewusstsein steigt unverhältnismäßig an. Doch genau hier oben befindest du dich und hast jetzt ein Problem. Du merkst, dass es immer mehr zu lernen gibt und die Themen werden auch irgendwie immer komplexer. Bist du also schlau genug, um hier weiterzumachen? Es gibt viele Gründe, wieso man beim Programmieren an sich selbst zweifelt. Vielleicht war man nie besonders gut in der Schule, hat ein schlechtes Abitur oder die Schule gar nicht erst beendet. Programmieren lernen bedeutet, dass man sich permanent mit komplexen Problemen und Konzepten befasst. Und das Woche für Woche, Tag für Tag. In der Schule lernt man in der Regel überhaupt nicht, wie man programmiert, weshalb viele erst im Studium das erste Mal damit in Berührung kommen. Programmieren ist mehr als nur ein paar Zeilen Code in den Computer zu tippen. Aber in meiner langjährigen Berufserfahrung habe ich mit unzähligen sehr, sehr guten Entwicklern zusammengearbeitet, die teilweise auch keinen besonders guten Schulabschluss hatten. Was ist, wenn ich das sage, dass mein Abischnitt auch nicht im 1er-Bereich lag? Ich hatte einen Abschluss von 2,8 und ich war richtig stolz drauf. Aber wenigstens sollte man doch in Mathe ziemlich was auf dem Kasten haben. Denn auch beim Programmieren muss man viel mit Zahlen und Berechnungen umgehen. Die Algorithmen, die man programmiert, sind im Prinzip wie die Formeln, die du aus dem Mathematikunterricht kennst. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, je nachdem in welcher Branche du arbeitest, brauchst du überhaupt gar keine Mathematik. Naja, abgesehen von den Grundrechenoperationen wie Plus, Minus, Mal, Geteilt. Die sollte man schon einigermaßen verstanden haben. Und selbst wenn du ein Videospiel programmieren möchtest, dann werden auch dort die komplexen Algorithmen und Berechnungen direkt von der Game Engine übernommen. Du musst dich also auch dort nicht sonderlich damit beschäftigen. Auch wenn es nicht immer einfach ist, sich bestimmte Themen in der Programmierung anzueignen, ist für viele ein Grund, sich dennoch damit zu beschäftigen, das mögliche Gehalt. Denn Einstiegsgehälter von 50.000 Euro brutto im Jahr sind durchaus realistisch. Und damit du jetzt nicht denkst, dass ich mir die Zahlen einfach random aus den Fingern sauge, schauen wir doch gemeinsam mal in den neuesten Tech Salary Report von Talent.io rein, die übrigens so freundlich waren und dieses Video hier sponsern. Dort wurden Zahlen von 100.000 Jobangeboten gesammelt und ausgewertet. Alles um die Frage zu beantworten, welches Gehalt du tatsächlich erwarten kannst. Und nicht nur als Softwareentwickler, sondern auch als Data Scientist, Produktmanager oder Führungspositionen wie beispielsweise als CTO. Wir finden hier Daten zu verschiedenen Ländern, aber wir schauen uns natürlich Deutschland an. Direkt wichtig anzumerken ist, dass die Zahlen keine Durchschnittswerte, sondern der Median ist. Das ist wichtig, weil sonst Ausreißer, die besonders viel oder besonders wenig verdienen, das Ergebnis verfälschen. Die wichtigsten Städte in Deutschland für ITler sind natürlich Hamburg, Berlin und München. Und wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir, dass die Unterschiede wirklich minimal sind. Im Median verdienen Entwickler überall ca. 60.000 Euro brutto im Jahr. Da nicht jeder Entwickler dasselbe macht, kann man hier mal verschiedene Bereiche miteinander vergleichen. Beispielsweise Frontend, Backend, Fullstack und auch die Mobile-Entwickler. Jeweils nach Standort und mit unterschiedlicher Erfahrung. Den Report findest du kostenlos bei talent.io. Melde dich einfach beim Talent Club an und du bekommst zum einen natürlich Zugang zum Tech Salary Report und zusätzlich noch alle 2 Wochen einen Newsletter mit wichtigen Insights für deinen Start in die Tech-Industrie. Den Link dazu findest du natürlich unten in der Videobeschreibung. Aber ein Studium sollte man trotzdem haben, oder? Denn wenn wir mal ehrlich sind, wie soll man überhaupt programmieren lernen können, wenn man nicht mal Informatik studiert hat? Und für sein Studium muss man ja bekanntlich ein Überbrain sein. Und dazu kann ich dir genau 2 Dinge sagen. Nummer 1, im Studium hatte ich Informatikkollegen, die nicht unbedingt begabter waren, als ich es war. Natürlich war es einschüchternd, als diese mit ihren Schlagwörtern um sich gehauen haben, aber ganz ehrlich unter uns, da darf man sich nicht einschüchtern lassen.
Und zweitens, ich habe auch keine reine Informatik studiert. Die meisten meiner Arbeitskollegen haben auch nicht die reine Informatik, sondern irgendetwas anderes studiert. Sie kamen also auch nicht von der Universität als perfekt ausgebildete Softwareentwickler. Aber als Programmierer sollte man sich auf jeden Fall mit allen möglichen Technologien auseinandersetzen. Egal, ob man eine App für das Smartphone, eine Webseite für einen Blog oder eben ein Videospiel entwickeln muss. Immerhin ist man ja IT-Spezialist und sollte in der Lage sein, jedes technische Problem zu lösen. Und das ist ein großer Trugschluss. Denn selbst erfahrene Entwickler spezialisieren sich auf einen bestimmten Bereich und oftmals arbeiten sie mit nur einer oder vielleicht zwei Programmiersprachen bei ihrer täglichen Arbeit. Es ist also nicht sinnvoll, sich zu Beginn mit vielen verschiedenen Programmiersprachen und Technologien gleichzeitig auseinanderzusetzen, sondern suche dir eine Technologie oder Programmiersprache aus und versuche, die richtig gut zu beherrschen. Gerade zu Beginn wird man mit verschiedenen Konzepten und Schlagwörtern überhäuft. Man liest von APIs, Speichermanagement, Garbage Collection, Web Requests, Callbacks, Funktionen, Variablen, Klassen und Optimierung. Diese Dinge muss man auch sofort von Anfang an richtig verstehen, weil sonst ist man einfach nicht fürs Programmieren gemacht. Also suche dir vielleicht doch etwas anderes? Falsch, denn jedes Konzept ist nur ein Puzzleteil im großen Ganzen. Manche Dinge versteht man schneller und bei anderen braucht man Monate, bis man nur ansatzweise verstanden hat, was da überhaupt passiert. Ich beispielsweise habe mir in den ersten 2 Jahren die Programmierung der iOS-Entwicklung selbst beigebracht. Denkst du, ich habe dabei direkt verstanden, was Automatic Reference Counting ist? Leute, ich wusste in der ersten Zeit nicht mal, dass es so etwas gibt. Aber wenn man am Ball bleibt, sich für das Thema interessiert, dann hat man auch die Muße, sich durchzubeißen. Auch jetzt, nach fast 10 Jahren in der iOS-Entwicklung, lerne ich noch regelmäßig neue Konzepte, die andere Leute vielleicht schon in den ersten Monaten oder Jahren verstanden haben. Es gibt das berühmte Zitat: Je mehr ich weiß, umso mehr weiß ich, dass ich nichts weiß. Und das ist wirklich super passend. Mach dich also nicht verrückt, wenn du zu Beginn nicht alles verstehst, denn in diesem Kaninchenbau willst du dich nicht verirren. Hier kannst du sehr gut sehen, wieso du in manchen Themen so super schnell alles durchblickst und bei anderen gefühlt nie das Ende des Tunnels erblickst. Beim Programmieren ist die Syntax, also die Grammatikregeln, die man in einer Programmiersprache befolgen muss, ziemlich schnell schlüssig. Aber Dinge wie Frameworks, sauberen Code, kleinere Feinheiten in der Programmiersprache benötigen viel mehr Zeit und Energie, damit du sie verstanden hast. Und das darfst du nicht vergessen. Was will ich eigentlich damit sagen? Selbstzweifel sind völlig normal und nein, du bist nicht zu dumm zum Programmieren. Nicht jeder hat gleich viel Talent und es ist auch normal, dass man nicht nach ein paar Tagen Coding-Tutorials zum Programmierprofi wird. Es ist nun mal ein Handwerk und das benötigt viel Zeit und Energie, um es richtig zu beherrschen. Du befindest dich gerade hier oben. Der Klickmoment wird garantiert irgendwann mal kommen. Du musst nur das richtige Projekt finden, in das du bereit bist, deine Mühe zu stecken. Ich kann dir an dieser Stelle übrigens ans Herz legen, dass du auf meinen Discord-Server kommst, denn dort wirst du auch relativ schnell merken, dass du absolut nicht alleine bist. Naja, falls du das Video bis hierher geschaut hast, dann hoffe ich, dass es dir gefallen hat, dass du ihm einen Daumen nach oben gibst. Abonnier nicht vergessen, falls du das noch nicht gemacht hast. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Dein Kevin.